Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Transfer Talk, hier mitten in der Wissenschaftsgalerie in der Ingolstädter Fußgängerzone. Mein Name ist Katharina Hartinger und ich darf Sie durch diese Veranstaltung begleiten. Heute startet also die Transfer Talk-Reihe von Mensch in Bewegung. In diesem Format wollen wir gesellschaftsrelevante Themen mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft kritisch diskutieren. Wie der Name Transfer Talk schon andeutet, steht hierbei die Interaktion mit Ihnen allen im Vordergrund. Ihre persönlichen Perspektiven interessieren uns genauso sehr wie die Perspektiven der ExpertInnen. Was wir uns wünschen, sind aktive und kontroverse Diskussionen. Das Team von der TAI Ingolstadt und der KU Eichstätt Ingolstadt hat uns einen bunten Blumenstrauß an Themen für dieses Format beschert. Wir werden über die Zukunft der Arbeit und nachhaltiges Bauen genauso sprechen wie über Gaming. Aber heute starten wir mit einem Thema, dem man sich in den letzten Jahren wirklich nicht entziehen konnte. Wer einen Account in einem sozialen Netzwerk besitzt, dem begegnen polarisierende Meinungsäußerungen, hochemotionale Posts, heftige Diskussionen. Ein Thema, das die Gesellschaft in diesem Zusammenhang besonders spaltet, Migration. Und genau das ist unser heutiger Themenschwerpunkt. Migration in digitalen Öffentlichkeiten, soziale Medien zwischen Polarisierung und Diversität. Wie diskutieren wir heutzutage über solche Themen eigentlich? Wer beteiligt sich an den Diskussionen? Wo steht die Migrationsdebatte zwischen politischer Korrektheit, Rassismus und Meinungsfreiheit? Und wie kommen wir aus diesem Sumpf wieder raus? Für dieses wichtige Thema habe ich drei wundervolle Gäste bei mir hier in der Wissenschaftsgalerie. Ich darf zuerst begrüßen Herrn Maximilian Schober vom JFF, dem Institut für Medienpädagogik in München. Seit 2019 ist er dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und beschäftigt sich unter anderem mit Migration und Bildung. Unter anderem schaut er sich dabei an, wie wir konkrete pädagogische Konzepte erarbeiten können, die Jugendliche im Umgang mit sozialen Medien schulen können. Insbesondere der Umgang von Jugendlichen mit den Themen Migration und Flucht und Medien stehen dabei im Vordergrund seiner Forschung. Herzlich willkommen, einen großen virtuellen Applaus für Maximilian Schober. Als nächstes darf ich begrüßen Herrn Professor Dr. Klaus-Dieter Altmeppen von der KU. Er ist Professor für Journalistik an der KU Eichstätt-Ingolstadt und außerdem war er Leiter des Zentrums für Flucht und Migration. In seiner Forschung geht es unter anderem auch um Medienethik, so ist er Co-Direktor des Zentrums für Ethik in den Medien und der digitalen Gesellschaft. Er schreckt also nicht vor ethischen Fragestellungen in seiner Forschung zurück und beschäftigt sich unter anderem auch mit medialer Verantwortung, gerade auch im Kontext der Migration. Schön, dass du Zeit für uns hast, Klaus. Wir haben uns nämlich geeinigt vor dieser Diskussion, dass wir uns hier duzen werden, um das Ganze möglichst dynamisch abhalten zu können. Genau. Ja, und als letztes noch ein virtueller Applaus für Klaus. Darf ich den Herrn Dr. Simon Göbel begrüßen von der KU und Mensch in Bewegung. Simon Göbel forscht ebenfalls zu Migrationsthemen. In einer absolut einzigartigen Studie beschäftigt er sich mit Meinungsbildungsprozessen in digitalen Öffentlichkeiten. Er schaut sich also zum Beispiel echte Posts aus sozialen Netzwerken an, um Meinungsbildungsprozesse im Migrationskontext zu analysieren. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Flucht und Migration. Schön, dass Dr. Simon Göbel auch bei uns ist. Herzlich willkommen, Simon. Auch hier nochmal ein virtueller Applaus. Das sind also meine drei Gäste heute Nachmittag. Aber diese Veranstaltung könnte nur halb so erfolgreich sein ohne Sie als unser aktives Publikum. Leider können Sie heute nicht vor Ort in der Wissenschaftsgalerie live dabei sein. Aber hier gibt es gute Neuigkeiten. Im Laufe des Juli wird die Wissenschaftsgalerie für Publikumsverkehr geöffnet werden. Also schauen Sie unbedingt vorbei. Unser Team hinter den Kulissen hat sich heute aber natürlich auch etwas einfallen lassen, wie Sie auf virtuelle Art und Weise Ihre Fragen, Kommentare und Meinungen mit uns teilen können. Und hey, das passt ja auch ziemlich gut zum Thema. Wir haben in unserem Zoom-Webinar einen Chat, in dem Sie sich jederzeit schriftlich äußern können. Auch bei YouTube steht natürlich der Chat zur Verfügung.
Die Fragen und Kommentare, die sich dort ergeben, werden dann nach der einführenden Diskussion im Q&A-Teil wieder aufgegriffen von uns. Wir haben direkten Zugang auf diese Fragen. Genau, damit wäre eigentlich das Prozedere geklärt. Ich hoffe, Sie machen regen Gebrauch von den Frage- und Kommentarmöglichkeiten. Bitte beachten Sie aber, dass wir das Migrationsthema heute nur vor dem Hintergrund der Medien und der digitalen Öffentlichkeiten beleuchtet werden. So, jetzt ist es aber auch Zeit, in das Thema einzusteigen, Migration in digitalen Öffentlichkeiten. Wie ist der Stand und wie kommen wir hier in die Zukunft der Diskussionskultur? Ich freue mich erstmal auf Eingangsstatements unserer drei Gäste hier. Vielleicht möchte ich mit dir anfangen, Klaus. Könntest du uns einen Überblick geben? Was sind so die Kernthemen, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man in diesem Bereich forscht? Und welchen Bezug hast du persönlich zu diesem Thema? Bezug persönlich, den habe ich wie viele andere auch, schlicht dadurch, dass das Internet mit seinen vielen Anwendungen einfach eine ganz große Verführung ist, dass es uns das Leben sehr erleichtert an vielen Stellen, dass es uns das Leben sehr komfortabel macht. Und insofern nutze ich die Anwendungen oder verschiedene Anwendungen des Internets auch, vielleicht nicht so extensiv wie manche andere. Aber das gehört eben auch dazu. Und das ist ja das, was wir an der Digitalisierung beobachten, verändert unsere Wirklichkeit, unsere Realität, mit der wir umgehen, weil ich eben jetzt Online-Banking mache, weil ich Reisen darüber buche, weil ich mich mit Freunden auf Facebook, Instagram oder wo auch immer austauschen kann, manchmal auch mit Feinden, manchmal mit Freunden. Und diese Komfortabilität schätzen wir halt sehr und bauen sie mit ein. Gleichzeitig verändert diese Digitalisierung aber auch, wie wir die Realität beobachten, weil wir einen ganz anderen Einblick haben. Wir haben nicht mehr nur die traditionellen Medien, Fernsehen und Hörfunk, mit denen wir beobachten, was in unserer Umwelt passiert, sondern eben sehr stark auch das Internet mit seinen vielfältigen Anwendungen. Das ist so das Lebensweltliche, mein Privates und das Berufliche, was dort einfach zusammenfällt, wo ich auch nicht immer weiß, ob ich das gut auseinanderhalten kann und das jedenfalls versuche. Zu den Problemen, da fällt natürlich Fake News, also falsche Informationen, da fällt alles das, was unter Verschwörungstheorien fällt, was unter Hasskommentaren fällt. Und da zeigt das Internet oder da zeigen diese sozialen Anwendungen, die die digitalen Öffentlichkeiten darstellen, eben ihr doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite helfen sie bei Protestbewegungen in Belarus im arabischen Frühling, aber auch bei sozialen Bewegungen oder überhaupt nur Menschen, sich zu organisieren. Sie können sich auf eine Party organisieren darüber, das ist wunderbar. Auf der anderen Seite ist das Internet oder sind die Anwendungen eine fürchterliche Empörungs- und Erregungsmaschine. Ein Kotzkübel. Es ist mal am Anfang verglichen worden mit dem Stammtisch, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es hat schon ein bisschen was davon, dass jetzt Menschen, die über das, was sie in ihrer Umgebung, in der Umwelt, in der Gesellschaft aufregt, sich mit dem Nachbarn oder mit ihren Freunden darüber ausgetauscht haben und mit ganz derber Stimme darüber gesprochen haben, heute hingehen und das über die digitalen Kanäle machen, sich erregen, sich empören. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind alle ethischen Grenzen. Also Fragen der Würde überhaupt. Ich mag ja meinen Nachbarn nicht mögen, aber ich muss ihn deshalb nicht mit den Wörtern bedenken, wie manche das machen. Und das haben wir innerhalb bestimmter Entwicklung in der Gesellschaft natürlich in einer Form, die ich für sehr bedrohlich halte. Und dazu gehört dazu gehören Migrationsbewegungen, bei denen das passiert, dass wir Formen von Rassismus, Diskriminierung feststellen, die weit jenseits des Maßes sind, was wir kennen. So, als letzter Satz noch dazu, das Internet, die Anwendungen Facebook, Instagram, Telegram, was immer wir dort haben, sind nicht immer die Ursache für diese Gedanken, die dort dann präsentiert werden, sondern sie helfen dabei, sie zu beschleunigen und einen großen Kreis zu erreichen. Also ich kann die Gleichgesinnten mit mir versammeln, mit dem, was ich dort machen möchte. Das heißt, wir haben ein gesellschaftliches Problem, wo wir einfach da anfangen zu sagen, okay, warum haben wir diese Gedanken? Warum haben wir seit 250 Jahren einen Antisemitismus? Warum haben wir einen Migrationsrassismus in der Gesellschaft? Den haben wir nicht allein wegen des Internets. Das Internet macht es deutlicher und es zeigt Probleme auch auf. Das sollte man bei allem, was darüber geredet wird, auch bedenken. Dankeschön. Das sind ja schon viele, viele Anknüpfungspunkte, auf die wir wieder zurückkommen.
kommen werden. Dann gebe ich jetzt direkt mal weiter an Simon, denn du steckst ja in deiner Forschung mittendrin im Sumpf, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie dein Forschungsalltag, dein Projekt aussieht? Ja, gerne. Also ich würde aber gerne sozusagen noch ein bisschen früher ansetzen und den Weg dahin beschreiben. Und zwar gibt es in Deutschland seit ungefähr jetzt ziemlich genau 50 Jahren immer wieder Studien, die gefragt haben, wie Migration in Medien repräsentiert wird, wie Migration dargestellt wird, wie darüber gesprochen wird. Das waren unterschiedlichste Studien, Diskursanalysen, Inhaltsanalysen, die, und das ist sehr bemerkenswert, relativ einhellig sind in ihren Ergebnissen. Wissenschaft ist ja sehr kontrovers und hat, da wird gestritten und da gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Aber bei diesem Thema sind die Studien relativ einhellig und zwar dahingehend, dass Migration vor allem problematisiert wird, defizitorientiert beschrieben wird, negativ beschrieben wird, dass MigrantInnen als Problem beschrieben werden und so weiter. Und da gab es Anfang der 2000er Jahre einige WissenschaftlerInnen, die große Hoffnungen in den neu aufkommenden digitalen Medien gelegt haben, die geschrieben haben, jetzt durch diese digitalen Medien bekommen wir einen Demokratisierungsschub. Es werden Stimmen hörbar, die vormals nicht hörbar waren. Und das waren eben oft Stimmen von MigrantInnen, die in den traditionellen Medien nicht vorkamen oder nur zu einem sehr geringen Anteil. Und diese Hoffnung, die in dieses Internet gelegt wurde, in die digitalen und sozialen Medien, die wurden leider nur sehr begrenzt erfüllt, weil tatsächlich die digitalen Medien Räume geschaffen haben, in denen Stimmen hörbar werden, die zuvor nicht gehört werden konnten. Dazu zählen auch migrantische Stimmen durchaus. Aber so langsam zeigt sich eigentlich eher eben eine konträre Bewegung, vielleicht nochmal verstärkt seit 2015, dass nämlich vor allem rechtsextreme, rassistische Denkweisen und Ideologien Einzug gehalten haben in diese sozialen Medien und dort die Räume erobert haben und auch vielleicht die besseren Strategien tatsächlich haben, wie sie ihre Ideologien dort verbreiten. Das heißt, die auch technischen Möglichkeiten und Strategien, die werden von dieser Seite sehr gut umgesetzt. Und ich beschäftige mich jetzt in diesem aktuellen Forschungsprojekt mit Meinungsprozessen in digitalen Öffentlichkeiten. Und ich habe sozusagen zwei Stufen in dieser Forschung gehabt, in denen ich Daten erhoben habe. Zunächst hatte ich eine sehr kleine Gruppe in einem geschlossenen digitalen Raum, die untereinander diskutiert haben. Und diese Personen, die Teilnehmenden, habe ich dann auch noch interviewt. Das heißt, ich habe auch die Hintergründe dieser Teilnehmenden an der Diskussion erfahren. Und der zweite Schritt war dann eine öffentliche Facebook-Diskussion zum Thema Migration, wo ich die Teilnehmenden nicht interviewt habe. Ja, und jetzt hast du Sumpf gesagt, in dem ich mich da befinde, und zum Teil stimmt es. Also es gibt wirklich viele, die sehr bemüht waren, auch eine sachliche Diskussion zu führen, was aber vielleicht auch daran liegt, dass es sich um ein Forschungsprojekt gehandelt hat, das ja alle Teilnehmenden natürlich wussten. Und trotzdem, obwohl es sich um ein Forschungsprojekt gehandelt hat, haben einige Teilnehmende durchaus sich in einer extremen Weise geäußert und wurden beleidigend. Und genau, insofern kann ich das bestätigen, dass es durchaus auch wie ein Sumpf war. Und ich glaube, also ich komme jetzt zu einem Zwischenfazit. Ich bin noch nicht fertig mit der Studie und habe noch keine endgültigen Ergebnisse. Aber als Zwischenfazit würde ich behaupten, dass eine sachliche Diskussion zum Thema Migration in sozialen Medien nicht möglich ist. Oha, das ist ja ein starkes Ergebnis. Das werden wir auf jeden Fall gleich noch weiter diskutieren. Aber vielleicht bringt ja der Maximilian ein wenig Hoffnung hier in den Laden rein. Du beschäftigst dich ja ganz oft mit Jugendlichen und deren Umgang mit Medien und gerade auch dem Thema Migration. Keimt denn da eine neue Generation heran, die einiges besser macht, die vielleicht es schafft, eine sachliche Diskussion zu haben am Schluss? Wie ist da so dein Forschungserlebnis in deiner Arbeit? Also bessere Generation oder besseres Umgehen weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwie die Generationen können auf jeden Fall immer voneinander lernen, so im Diskurs.
Genau, wir haben uns angeschaut, was Kinder und Jugendliche zum Thema Migration, Integration, Flucht in den Medien wahrnehmen. Und auch wir sind in unserer Inhaltsanalyse von Medieninhalten im Jahr 2018 auch auf genau das gleiche Ergebnis oder auf dieselben oder sehr, sehr ähnliche Ergebnisse gekommen, die du gerade geschildert hast. Es wurde sehr problemzentriert, auch sehr auf Deutschland, auf den nationalen Kontext zentriert, weniger über Fluchtursachen oder Erklärungen, Hintergründe berichtet. Und was aber die Inhaltsanalyse gezeigt hat in unserem Projekt, war schon, dass die Medien, die sich so konkret und direkt an Kinder und Jugendliche gewandt haben, da schon anders oder weniger problemorientiert mit mehr Hintergrund, mit mehr Kontext und mehr erklärend gearbeitet haben. So. Insofern könnte man sagen, ja, da können sich irgendwie Medien, die sich hauptsächlich an Erwachsene oder an alle richten, vielleicht auch eine Scheibe irgendwie abschneiden, wie irgendwie Jugend- und Kinderformate das Thema behandeln. Und wir haben eben angeschaut, wie Kinder und Jugendliche eben dann mit den Inhalten, die wir analysiert haben, umgehen, was sie damit machen, was sie da für eine Perspektive auf die Inhalte und auf die Themen haben. Und sie haben schon geschrieben, dass sie auch eben so Sachen wie Hate Speech oder so Online-Pranger und all diese Phänomene irgendwie schon auch wahrnehmen in den Medien und gerade auch bei dem Thema. Aber sie sind da weniger so dann die Aktiven, die entweder auch tatsächlich auch irgendwie selbst Hate Speech betreiben oder dann irgendwie Gegenrede leisten würden oder so, sondern sind eher so in der Rolle der Zuschauenden und eher zurückhaltend, also eher dann als Rezipienten, Rezipientinnen da bei dem Thema so. Und es ist irgendwie auch schade so, sag ich jetzt mal so, zu beobachten irgendwie, dass gerade so die Medien, die so ein wichtiger Ort für das Thema sind, viele Kinder und Jugendliche begegnet einfach dieses Thema Flucht und Migration nur in den Medien. Wir haben oftmals hauptsächlich in den Medien damit irgendwie Berührung und dass es eben dort anscheinend schwierig ist, für sie sich einzubringen, dort irgendwie aktiv an einem Diskurs teilzunehmen und dass sie schon auch oftmals irgendwie mit herausfordernden Inhalten so zu tun haben. So. Und es nicht nur in sozialen Medien, wo es dann oftmals vielleicht auch ungefiltert Dashcam-Videos von Überfahrten übers Mittelmeer oder ähnliches, wo sie sowas dann sehen, sondern ja schon auch Nachrichten, die irgendwie herausfordernd sind und mit denen sie irgendwie umgehen müssen. Insofern auf die Frage nochmal zurückzukommen, wächst da eine neue Generation heran, die irgendwie besser damit umgeht? Ich weiß es nicht. Wir versuchen sie zu unterstützen, dass sie gut eben mit dem Thema umgehen. Ich glaube, da braucht es einfach viel Medienkompetenz und Medienkompetenzförderung, ein Ohr für Kinder und Jugendliche zu schauen, was beschäftigt sich sie da so. Und dann müssen wir schauen. Ja. Sehr spannende Einblicke, vielen Dank. Dann können wir jetzt ja in die Diskussion gehen und ich würde direkt an diese angesprochenen medialen Hindernisse mal anknüpfen und mich fragen, Klaus, woher kommt das, dass es so schwer ist, im Umgang mit den Medien sich zu orientieren im Moment, gerade auch was das Thema Migration betrifft. Wir haben jetzt verschiedene Quellen angesprochen, von den Dashcam-Videos bis hin zu Fake News, Verschwörungstheorien. Warum ist es so weit gekommen mit der Medienlandschaft oder auch der sozialen Medienlandschaft? Das dauert jetzt etwas länger. Nein, ich mach's ja, kurz. Zeit, ganz am Anfang noch. Ich meine, gerade deine Einlassung mit der sozialen Medienlandschaft ist ja schon das Problem. Wir haben, bis das Internet entstanden ist, eine relativ befestigte Medienlandschaft halt gehabt. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Fernsehen, Hörfunk, Print. Und das alles waren sogenannte Zurücklehnmedien. Das heißt, ich habe mich zurückgelehnt und habe nicht eingreifen können in das, was mir dort als Berichterstattung entgegenkommt. Und das ist aufgelöst worden durch
genau diese ganzen sozialen und asozialen Medien, halt, die aber ein völlig anderes Prinzip und eine völlig andere Struktur haben, die präsentieren mir nicht die Nachrichten, es sei denn, die kaufen sie selber bei den traditionellen Medien ein. Ansonsten bin ich aber so etwas wie ein arbeitender Kunde. Das heißt, ich liefere die Inhalte zu. Ich bin derjenige, der jetzt aus dieser rückwärts gelehnten Haltung nach vorne gehen kann und sagen kann, ich sage jetzt selber was, ich schreibe selber was, ich poste selber was. Insofern ist die Medienlandschaft da auch sehr unterschiedlich einfach. Und deshalb sprechen wir auch von digitalen Öffentlichkeiten, die fragmentiert sind, weil eben nicht alle noch Fernsehen gucken. Gerade jüngere Menschen gucken immer weniger Fernsehen, dafür aber die sozialen Medien sehr viel mehr nutzen, während ältere wie ich das weniger tun. Also das ist schon so ein erster Unterschied, der sich da breit macht. Gleichzeitig interagieren wir aber miteinander. Deshalb sagen wir in der Tagesschau, bitte schauen Sie heute noch auf unsere Seite tagesschau.de oder schauen Sie auf unsere Facebook-Seite. Das heißt, da bestehen auch Abhängigkeiten. Das macht es komplexer, schwieriger, unübersichtlicher und so weiter. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die sozialen Netzwerke arbeiten mit meinen Inhalten. Ich bin nicht an irgendetwas gebunden, während die Medien, die traditionellen Medien, und da kommt dann, glaube ich, einmal die große Probleme, ja nach bestimmten festen Rhythmen arbeiten. Das heißt, Nachrichten werden ausgewählt danach, was ist relevant, was ist aktuell. Und dann seit Jahren zunehmend, das zeigen alle Entwicklungen, untersuchen danach, was ist negativ und was kann ich personalisieren. Und so etwas wie Migration von den traditionellen Medien kann ich natürlich wunderbar personalisieren, wenn ich Ministerinnen und Minister habe. Wenn, ich sage das jetzt mal so in dieser Laschheit und Züge, in diesem Zynismus, aber es ist halt so, wenn ein totes Migrationskind am Strand angespült wird, wunderbar, dann habe ich meine personalisierten Bilder. Und ich denke, die traditionellen Medien, die Zeitungen, vor allem aber das Fernsehen, sind gefangen in diesem Nachrichtenfaktor gewesen. Das heißt, die suchen das aus, wo sie denken, das interessiert den weitesten Kreis an Menschen und die sind interessiert daran an negativen Nachrichten, an personalisierten Nachrichten. Ein Komplex wie das Rentensystem, Migration, weltweite Migration, was sind die Ursachen, was sind die Folgen, ist dann nur ganz, ganz schwierig darzustellen. Und das trifft auf einen offensichtlich in weiten Teilen der Bevölkerung, das wissen wir aus anderen Untersuchungen, latent, auf eine latent vorhandene Ausländerfeindlichkeit. Und das bestärkt natürlich das. Wenn ich immer nur höre, was Migrantinnen an Negativen in unserer Gesellschaft auch machen, dann kriege ich, wenn ich mich nicht mehr mit beschäftige, irgendwann den Eindruck, ja, das ist, wie Horst Seehofer so völlig bescheuert gesagt hat, die modale Probleme mit Migration. Mhm. Ja, sowas kann passieren dann. Das ist Strategie, das ist politische Strategie, das so zu machen. Das hat er nicht im Eifer des Gefechtes gesagt, so wie Herr Söder auch von Asyltourismus gesprochen hat und viele andere, das ist mal wobei, bei den etablierten Parteien würde ich unterstellen, dass sie ein aktuelles Problem beseitigen wollen, aber die AfD will das generell nicht, die will die Grenzen zu machen. Das ist Strategie, das ist nicht Zufall. Aber da muss ich dann kurz noch mal einhaken, bevor wir zu Simon kommen. Ist es dann nicht die Verantwortlichkeit der Medien, damit besser umzugehen, als das als Schlagzeile einspornen, draufzudrucken und eben genau sich zum Gefangenen zu machen, der vermeintlichen Nachfrage? Ja, und da kommt das ins Spiel, was ganz wenig nur berücksichtigt wird. Wir haben auch ein Publikum und wir haben eine Publikumsethik und es wäre am Publikum dann auch zu sagen, das will ich nicht sehen. Aber in einer Gesellschaft, in der die Hilfskräfte, die zu Unfällen kommen, sich Sichtwände beschaffen müssen, weil alle hingucken und weil alle filmen. Jetzt von den Medien zu erwarten, dass sie genau das nicht zu bedienen, ist schon etwas schwierig. Das müsste ein wechselseitiges Erlebnis sein, weil natürlich die Auflagen und die Quoten daran gebunden sind, dass genau diese negativen Ereignisse berichtet werden. Ja, das ist ein schwieriges Spannungsfeld. Und genau da würde ich gerne ergänzen, dass hier eine große Parallele meines Erachtens auch zu sehen ist zwischen traditionellen Medien und sozialen Medien. Was in traditionellen Medien nämlich die Nachrichtenfaktoren sind, die dazu führen, dass vor allem Themen reingespielt werden und Schlagzeilen und Bilder die Aufmerksamkeit generieren, die Sensation generieren. Das sind in den sozialen Medien die Algorithmen, weil mit Algorithmen, die Algorithmen der sozialen Medien sind so programmiert, dass diejenigen Nachrichten, Bilder, Texte auf die Profile gespielt werden, die Aufmerksamkeit generieren, weil Aufmerksamkeit bringt Klicks und Klicks bringen Werbeeinnahmen für die sozialen
für die Konzerne, die hinter den sozialen Medien stehen. Und das ist, glaube ich, ein Problem eben der Ökonomisierung, das sowohl diese Plattformen betrifft, als eben auch die traditionellen Medien, wo es noch gar nicht so schlimm im öffentlich-rechtlichen Bereich ist, aber umso schlimmer natürlich in den privaten Anstalten, die sich eben nur über Werbeeinnahmen auch finanzieren. Und das ist quasi ein Teufelskreislauf, weil man dann aus dieser Aufmerksamkeitshascherei nicht mehr herauskommt. Das klingt relativ düster, was ich jetzt hier von meiner linken Seite höre. Das klingt fast so, als könnte man dem als einfache Konsumentin gar nicht Herr werden. Wie erlebst du das? Welche pädagogischen Konzepte funktionieren überhaupt? Wie kann man da überhaupt ansetzen? Ich würde erstmal so ein bisschen dem widersprechen, was Simon gesagt hat. Also wir konnten schon so beobachten, dass manche Kinder und Jugendliche da eben nicht draufklicken so und eben mit der, so mit, oder auf diese Aufmerksamkeitshascherei oder auf dieses, hier sind irgendwie personalisierte, schlechte Nachrichten, auf die kannst du klicken so und dann hast du die Sensation auf dem Bildschirm so. Dass viele Jugendliche und viele Kinder uns gesagt haben, so, wenn sie irgendwie was zum Thema Flucht oder zum Thema Migration in ihren Feeds, in ihren personalisierten Feeds irgendwie haben, dass sie das irgendwie wegklicken oder nicht draufklicken oder dass sie dem eben auch irgendwie überdrüssig sind. So. Und was dann natürlich wieder eine neue irgendwie auch Problematik irgendwie aufmacht, weil es ja dann doch einfach schon auch irgendwie ein gesellschaftlich wichtiges Thema ist, mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen sollten oder ne? Das uns irgendwie alle betrifft und alle berühren sollte auch. Und da haben wir dann schon irgendwie ja, beobachtet, dass es da irgendwie ja, so, ja, auch ein Abwenden von solchen Themen gibt und irgendwie einen Überdruss und einfach so, ja, da ist gar nicht mehr so diese Klick, 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 ich will irgendwie drauf, ich will das Neueste wissen. So. Und ich glaube, wie man irgendwie ansetzen kann, ist, denke ich, schon zu schauen, eben, und ich glaube, da braucht es viel Vorsicht, oder na, Vorsicht ist vielleicht der falsche Begriff, aber irgendwie einen sensiblen Raum und Zeit, gerade irgendwie mit Kindern und Jugendlichen, die ja auch noch in ihrer politischen Sozialisation sind und auch wir Erwachsenen entwickeln unsere politischen Einstellungen und Haltungen irgendwie weiter. Aber gerade im Kinder- und Jugendalter ist ja noch viel Identitätsfindung und noch viel irgendwie sich in der Recht zu Welt, sich in der Welt zurechtfinden. Und eben darauf Rücksicht nehmend, sich Zeit nehmen und irgendwie sensibel mit Kindern und Jugendlichen eben zu dem Thema zu sprechen. Ihnen da gut zuzuhören, was sie da sehen und auch welche Gefühle und welche Regungen sozusagen, auch welche Körperempfindungen mit dem Thema irgendwie verbunden sind. Weil wenn ich jetzt, die haben das Bild von dem toten Anan Kurdi angesprochen am Strand, ne? Das macht natürlich auch was, nicht nur mit mir oder mit uns, so, sondern natürlich auch mit Kindern und mit Jugendlichen und da eben ja, behutsam irgendwie zu schauen, was regt sich da, was sind da irgendwie für, was sind da für Empfindungen, was sind da für Gefühle im Spiel und da dann zu schauen eben, okay, was kommt da irgendwie in mir hoch, ist das irgendwie Wut oder ist das irgendwie dann eben sowas wie, oh, das will ich gar nicht sehen und ich will es irgendwie weghaben, ich will mich dann damit nicht beschäftigen und ich glaube, das ist so ein Schritt oder es kann so ein Ansatzpunkt sein, sagen wir mal so. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil ich hätte fast das Gegenteil erwartet, dass man das Ganze jetzt sehr versachlicht und wir müssen uns jetzt rein auf Fakten konzentrieren etc. Und das ist ja ein sehr emotionaler Ansatzpunkt, also sehr spannend, in welche Richtung das da geht. Naja, also klar, es ist schon auch gerade so bei dem Thema Fake News und so irgendwie wichtig und auch in der Debatte total wichtig, irgendwie sachlich zu sein und irgendwie auf Fakten zu argumentieren, keine Frage, aber ich glaube, wir sollten da irgendwie auch als Gesellschaft, aber schon natürlich irgendwie auch als Pädagogen, als Pädagoginnen halt irgendwie den Menschen als ganz im Blick haben und wir
haben nun mal irgendwie nicht nur Ratio und Verstand, sondern auch Gefühle und Bedürfnisse und irgendwie Ängste und oder ja, genau, die uns irgendwie auch bewegen so. Und dann kann ich irgendwie den Faktenfinder oder den Faktenfuchs oder wie auch immer irgendwie jedem an die Hand geben, klar, und irgendwie schauen, dass irgendwie jede News irgendwie nachrecherchiert wird so. Aber ja, wie alltagsnah ist das so, ne? Also macht man das immer und genau, und trotzdem sind ja auch Fakten irgendwie mit Gefühlen verbunden so und können irgendwie auch was in mir auslösen so. Und ich glaube, mit so einer Emotionalität auch in so einer Debatte irgendwie umzugehen und umgehen zu lernen, das müssen, glaube ich, nicht nur Kinder, sondern auch oftmals irgendwie Erwachsene, da kannst du wahrscheinlich Simon irgendwie auch noch mehr irgendwie erzählen, ne? Wie irgendwie auch Emotionen und irgendwie vielleicht auch so eine Impulsivität oder ich weiß nicht, irgendwie da eine Rolle spielt bei dem Thema gerade so. Ne? Ja. Ja, also zum einen finde ich spannend, dass du sagst, dass im Prinzip ja also man die Meinungsbildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen, also man sollte die Meinungsbildungsprozesse nicht den sozialen Medien überlassen, sondern man muss es pädagogisch begleiten, was ja schon zeigt eigentlich, dass es eine gewisse Gefahr darstellt, wenn man sich nur auf die Inhalte in sozialen Medien beruft, um sich ein Weltbild zu verschaffen. Und ja, das hat sich auch in meiner Forschungsarbeit gezeigt. Also als ein Beispiel, es gab einen Teilnehmer, der sich, denke ich, als bürgerlich konservativ beschreiben würde. Und der hat einen Medienartikel geteilt mit den anderen Usern. Und in dieser Medienartikel ist von einer Online-Plattform, die mir bislang nichts gesagt hat. Und der Artikel, da ging es darum, dass eine Professorin der Universität Turin sagt, dass die Bootsflüchtlinge, die nach Europa kommen, alle ziemlich wohlhabend wären und deshalb sei es nicht legitim, dass die nach Europa kommen. Und er hat hinzugefügt, diese Meinung teilt er. Und dann habe ich kurz recherchiert und festgestellt, das ist eine Desinformationsplattform, das ist kein seriöses Medium, sondern das ist eine Plattform, die ganz gezielt Desinformationen streut. Auch diese Professoren, die Universität Turin hat so eine Professorin nicht mit diesem Namen, die streuen Desinformationen und die Rechercheplattform netzpolitik.org ist mal dahinter gekommen, dass diese Plattform also im Impressum steht das auch, das ist ein Unternehmen, das mit Sitz in London, aber das ist eigentlich eine Briefkastenfirma und die agieren aus Österreich und Polen aus und sind eng vernetzt mit AfD und FPÖ. Und vermutlich hat er diesen Artikel, ich weiß es nicht, aber vermutlich hat er diesen Artikel auch irgendwie über soziale Medien bekommen und dann eben weitergeteilt. Und das zeigt, wie gefährlich es ist, auch wenn man nicht quellenkritisch mit Themen umgeht. Und es zeigt aber auch, finde ich, und das ist, finde ich, sehr beängstigend, wie anschlussfähig eigentlich rechtsextreme Desinformationskampagnen in bürgerlich-konservativen Lagern sind. Und es zeigt sozusagen, wie diese Denkweisen Eingang finden dann in diese vermeintliche Mitte der Gesellschaft, von der man so gerne spricht, wie das dort ankommt und wie das positiv rezipiert wird. Und von den anderen Teilnehmenden ist es niemandem aufgefallen, dass das, also die haben zwar ihn dann für seine Meinung kritisiert und sind schon darauf eingegangen, aber die Quelle hat niemand beanstandet. Mhm. Was ich eben auch für sehr problematisch halte und das zeigt, wie sehr in sozialen Medien für Desinformation Räume auch vorzufinden sind. Ja, wie sehr liegt denn die Verantwortung in so einer Situation bei den passiven Teilnehmenden, die das einfach lesen, dann vielleicht nicht liken oder sogar was Kritisches drunter schreiben, aber die Quelle eben auch nicht überprüfen? Also muss ich, und das ist auch schon eine Frage, die wir über unser Q&A-Tool bekommen haben, muss ich ständig zu meinem eigenen Content-Manager werden und hier alles dreimal überprüfen, was mein Nachbar auf Facebook postet? Oder liegt die Verantwortung doch einfach rein bei der Person, die etwas postet und man müsste da vielleicht Angriffspunkte finden? Ja, sie liegt schon bei beiden.
Wobei die Unterscheidung ja vor allem da zu treffen ist, wo jemand etwas weiterleitet, weil er ein Interesse damit verknüpft, oder wo jemand etwas weiterleitet, weil er sagt, das finde ich interessant. Das ist aber schon mal schwer auseinanderzuhalten. Aber es geht eben auch in Richtung dieser Frage von Fakten und Emotionen, und das ist eng verbunden miteinander. Deshalb haben wir den Fall, dass wir in der Kriminalitätsberichterstattung der Bericht darüber, dass irgendwo eine Frau vergewaltigt worden ist, mit der Täterbeschreibung und der entsprechenden Nationalität, der entsprechenden Ethnie angegeben wird. Das ist etwas, was viel mehr bei uns über die Emotionen halt untergeht als der Vergleich der Kriminalitätsstatistiken, bei denen das kein besonders auffälliges Merkmal ist, aus welcher Nation oder Ethnie das halt kommt. Und das ist das Problem halt dabei. Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache, die kann ich aber gar nicht immer überprüfen, aber die Emotion ist da. Von daher ist da sozusagen ein grundsätzliches Skepsis und eine Zurückhaltung bei großen Mitglieder Sachen wäre sicher ganz gut. Und hin und wieder mal etwas genauer hinzuschauen, um einfach auch zu verstehen, wo überall diese falschen Informationen sein können und herkommen können, wäre sicher auch ganz gut. Überprüfen lässt sich das nicht. Also ich frage immer, wenn dann gesagt wird, wir müssen unbedingt mehr Fake News tun, dann sage ich immer, okay, wie groß soll das Ministerium sein? Größer als die Stasi oder ein bisschen kleiner? Weil wir haben so viel, wenn wir Fake News als Definition ernst nehmen, dann fängt es dabei an, dass bewusst falsche Informationen gestreut werden oder dass dieses sogenannte dekontextualisiert wird. Wenn Herr Scholz, SPD, die Grünen angreift und sagt, 16 Cent Benzinsteuererhöhung, das geht gar nicht, die haben überhaupt nicht mehr die Interessen der kleinen Leute im Kopf, dann lässt er dabei weg, dass die SPD diesem Gesetz zusammen mit der CDU das eingebracht hat und ihm zugestimmt hat. Aber es ist eine über die Emotionen laufende Information, die für sich nicht falsch ist, die aber durch den Kontext völlig falsch ist. Und das haben wir mit Migration eben noch viel stärker. Wir sind noch in einem anderen Projektverbund, wo wir über die letzten Jahre untersucht haben, wie haben sich die Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Migrationsfragen geändert im Hinblick auf die Medienberichterstattung. Und wir haben dabei festgestellt, dass diejenigen, die einen persönlichen Kontakt zu Migrierten Menschen haben, ganz anders reagieren als diejenigen, die diesen Kontakt nicht haben. Und das zeigt eben, dass Emotionen und Fakten sehr eng zusammenhängen und dass eben die Emotionen eine große Rolle spielen bei dieser Frage, wie beurteile ich das? Das ist das eine. Und das andere ist, jeder von uns sucht nach einer, danach versucht, kognitive Dissonanzen zu vermeiden, also dass ich irgendetwas feststelle, wo ich mich unwohl fühle. Wo ich sage, also mittlerweile ist es ja so, zum Beispiel, Lebensmittel ist so etwas, das sollte ich vielleicht doch nicht kaufen, das ist zu fast food und so weiter. Und so vermeide ich auch Informationen, die genau das verursachen, sondern ich nehme die vor allem wahr, die meiner Einstellung entsprechen. Und auch das ist etwas, was einfach immer wieder vorkommt. Das wird dann umgekehrt als Echokammer bezeichnet. Ich sage, nein, das ist doch ganz logisch. Wenn ich in einen Raum gehe mit vielen Leuten, scanne ich erstmal und gucke, wo sind bekannte Leute. Und das ist auch unser Verhalten, wenn wir Informationen bekommen. Das ist emotional gesteuert, das ist einstellungsmäßig gesteuert und so weiter. Und da können wir tatsächlich oder könnten wir nur entscheidender eingreifen, wenn wir Medienkompetenz und Medienpädagogik, und zwar ganz erheblich, verstärken. Leider findet das nicht statt. Die Bertelsmann Stiftung hat 560 Lehrerinnen und Lehrer befragt und die haben zu 40% gesagt, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wie sie Medienkompetenz vermitteln sollen. Lehrerinnen, nicht die Schülerinnen. Außerdem haben von diesen 40% dann nochmal ein relativ hoher Prozentsatz gesagt, dass sie durchaus sich vorstellen könnten, auch das, was im AfD-Programm zu Medienpolitik gesagt wird, zu Medien gesagt wird, für sinnvoll halten. Zum Beispiel die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dann sage ich mir, wo fangen wir jetzt mit der Medienkompetenz an? Das wird höchste Zeit, aber vielleicht sollten wir da sich den Sonntagsdringend übersprechen. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar zu den Leuten, die sich eben aktiv an den Diskussionen beteiligen. Und da ist natürlich Simon hier unser Experte. Ich denke, jeder auch von unseren ZuschauerInnen daheim kennt so seine PappenheimerInnen, ne, die Leute, die sich an sowas beteiligen würden. Aber du hast es natürlich jetzt aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet, eben aus dieser Forschungsperspektive. Wer sind denn die Menschen, die sich auf solche Diskussionen stürzen und die da auch mal emotional und wortreich zu Werke gehen?
Es ist ein sehr heterogenes Feld. An der Facebook-Diskussion haben sich unterschiedliche Leute beteiligt, die ich jetzt nicht soziografisch analysiert habe, weil ich sie nicht über die Diskussion hinaus befragt habe. Aber was so mein Eindruck ist von den Profilen, die ich gesehen habe, ist zum Beispiel, dass relativ wenige MigrantInnen oder Menschen mit Migrationshintergrund teilgenommen haben, während doch ein paar wenige aber in dieser Gruppe Mitglied sind, in dieser Facebook-Gruppe, die ich dafür geschaffen habe. Und ich habe schon den Verdacht, dass die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wurde, für MigrantInnen oder Menschen mit Migrationshintergrund verletzend und diskriminierend sein kann, also in vielerlei Hinsicht. Das heißt, diese Diskussionen können auch sehr exklusiv sein, sehr ausschließend in der Art und Weise, wie über Menschen gesprochen wird. Und dann vielleicht noch ein Eindruck über die Art und Weise, wie diskutiert wurde. Das hat nämlich, glaube ich, nicht so ganz der Realität entsprochen. Facebook ist zwar eben noch ein soziales Medium, in dem man theoretisch relativ viel schreiben kann, aber in der Regel beschränkt sich das ja trotzdem auf wenige Sätze, was da gepostet wird. Zum Beispiel in den Kommentarspalten des Donaukurier dann, ja. Aber da haben sich doch jetzt manche bemüht, relativ ausführlich ihre Meinung zu begründen und versucht auch Wissen zu vermitteln. Teilweise war es sogar belehrend, was dann wahrscheinlich auch wiederum abschreckend für andere gewirkt hat. Aber es waren teilweise relativ lange Ausführungen und dann manchmal noch Quellenangaben. An einer Stelle hat einer 12 Quellenangaben dann hinzugefügt, was natürlich auch wahrscheinlich nicht gerade auf Gegenliebe bei anderen Teilnehmern stößt, weil das auch sehr überheblich natürlich wirkt, weil so, jetzt lese mal kurz hier meine 12 Literaturangaben, die ich hier bereitstelle. Aber es zeigt doch, dass sich einige bemüht haben, sozusagen ihre Meinung ausführlicher zu begründen. Und das ist vielleicht etwas, was sich auch jetzt so ein bisschen gerade verändert bei den sozialen Medien, weil Facebook ist eigentlich etwas für, ich sage mal vorsichtig, die ältere Generation. Ja? Also die jungen Leute, die nutzen Facebook im Prinzip nicht mehr wirklich. Ja? Das sind Sachen wie Instagram oder TikTok viel relevanter. Und da ist ja noch weniger Text, viel mehr Bild, dann aber auch viel mehr Unterhaltung, weniger sachorientiert, denke ich. Und deshalb ist auch das vielleicht wiederum ein spannendes Phänomen, das zeigt, oder das mein Argument von vorhin vielleicht nochmal bestätigt, dass es extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, sich in sozialen Medien sachorientiert zu unterhalten und zu diskutieren, sondern dass da eher bestimmte Bruchstücke von Meinungen reingelegt werden und dann war es das. Dann bin ich zufrieden sozusagen. Ich hab mein Statement abgegeben, habe noch gegen den was gesagt und mich und meine Denkweise bestärkt. Und das schafft dann offenbar für viele die Genugtuung, die sie in diesen sozialen Medien suchen. Also da kommt nichts zustande. Und gleichzeitig gibt es aber von einigen Teilnehmenden den Vorwurf, dass genau das passiert. Also dass die anderen Teilnehmenden nicht sachorientiert seien und gegenteilige Meinungen nicht zuließen. Ich habe mich selbst auch dann diese Facebook-Diskussion hat 3 Monate stattgefunden, die Datenerhebung. Im 3. Monat habe ich mich selbst noch eingemischt, um auch sozusagen von einer teilnehmenden Beobachtung zu schauen, was passiert da mit mir, wie wird auf einen Menschen reagiert, der vielleicht aufgrund seines wissenschaftlichen Hintergrundes vielleicht eine gewisse Autorität hat oder so. Und für mich war es extrem schwierig, weil es mir ein Anliegen war, sehr alles, was ich schreibe, sehr gut belegt zu haben. Das heißt, ich habe an wenigen Sätzen saß ich 2 bis 3 Stunden lang und habe praktisch nochmal alles recherchiert, belegt für mich selbst, um bei möglicher Kritik oder Nachfragen das dann parat zu haben, um es belegt zu haben. Und da merke ich,
Also das passt nicht zusammen. Also eine wissenschaftliche, eine muss gar nicht wissenschaftlich sein, aber eine Fundierung von Themen, von zumal komplexen Themen, ist in der Realität der sozialen Medien nicht vorgesehen. Ja, sehr spannend. Du hast jetzt die Zufriedenheit angesprochen, die Leute damit erreichen wollen. Und das ist, glaube ich, bringt uns zu einem sehr wichtigen anderen Punkt. Warum machen Leute denn damit? Also gerade Leute, die eben hasserfüllte Posts eher von sich geben etc. Ist es wirklich diese Genugtuung, diese Zufriedenheit, die man dadurch erreicht? Hat das was mit Identität zu tun? Was treibt diese Menschen an? Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Ich kann nur einen Teilnehmer sinngemäß zitieren, der sehr frustriert war von einem Dialog zwischen ihm und einem anderen Teilnehmer und am Ende sowas geschrieben hat, wie zum Glück treffen wir uns nie in Wirklichkeit, sonst müsste ich ihn vor die Füße kotzen. Und er hat dann im Interview danach zu mir gesagt, das hatte für ihn vielleicht auch eine katharsische Wirkung. Das heißt, also als Reinigungsprozess er hat immer versucht, sachlich zu diskutieren, aber er hat sich emotional extrem aufgeregt über diesen anderen Teilnehmer und hat das dann sozusagen, ist das losgeworden, seine Emotionen. Und möglicherweise ist das, was viele Menschen umtreibt, Emotionen loszuwerden. Sehr interessant. Und wenn ich kurz noch um eine ganz kurze Antwort bitten darf, wie viele Leute in dieser Studie haben sich jemals überzeugen lassen in einer Diskussion in der Gruppe? Genau, sehr wichtige Frage, denn das war ja auch ein Ziel herauszufinden. Finden eigentlich Meinungsveränderungen statt? Mhm. Nein, es finden keine Meinungsveränderungen statt. Interessant, interessant. Da haben wir jetzt natürlich Diskussionen, an denen einige nicht teilnehmen, die teilweise exklusiv sind, die du angesprochen hast, in denen aber auch niemand überzeugt wird, zumindest im Rahmen dieser Studie. Ja, da möchte ich dich jetzt bitten, Klaus, können wir das irgendwie quantifizieren, was da gesellschaftlich für einen Schaden entstehen kann durch diese Diskussionen, wenn die ja doch so wenig produktiv sind, hochemotional, teilweise verletzend, teilweise Ressentiments schüren? Also können wir das irgendwie quantifizieren? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also ich kenne auch keine Studie, die überlegt hat oder versucht hat, das in irgendeine Form zu fassen oder so, dass die Gesellschaft Schaden nimmt. Zumindest in Teilen denke ich schon, weil wir einfach auf dem Boden von Respekt und Würde, den wir eigentlich agieren wollen, der wird ja in vielen dieser Diskussionen verlassen. Und dass es da zu persönlichen, auch zu Gruppenschädigungen kommt, auch, und dass der gesellschaftliche Schaden sich dann darin, wenn sich das gesellschaftliche Klima dreht, wenn wir nicht mehr liberale Ansichten haben, die sagen, okay, wir haben eher die Globalisierung, dann sollten wir vielleicht auch zumindest EU-weit oder über unsere eigene Grenze hinweg denken, wenn das zurückgedreht wird, wenn dann tatsächlich die Extremrechten, die Autoritärrechten mit ihren Programmen sich durchsetzen, auch in den Wahlen, dann mit seinen Grenzen zu, wir machen alles dicht. Und wir schaffen all das, was an liberalen Institutionen und Symbolen da ist. Die Gefahr besteht nach wie vor. Sie ist, denke ich, nicht im Moment nicht extrem hoch in Deutschland, aber wir sehen rundherum, dass einfach diese Gefahr besteht. Und von daher ist es sehr wichtig, darauf ein wachsames Auge zu halten und zu schauen, was da passiert. Und auch noch stärker, das machen aber eher Soziologinnen und Soziologen, darauf zu schauen, woran liegt das eigentlich, dass wir bei einem zunehmenden Wachstum und auch einem Fahrstuhl ja zumindest 80-90% der Bevölkerung mit nach oben nimmt, auch in diesen Bevölkerungsteilen einen so großen Unmut haben. Eine relativ einfache, aber naheliegende Erklärung ist, dass offensichtlich Geld nicht alles ist und nicht all das ersetzen kann, was wir brauchen, um das, was du vorhin nachgefragt hast, Zufriedenheit in irgendeiner Weise zu erzeugen. Und jetzt sind eben diese Ausdrucksformen da, die dann, wenn sie in politische Handlungen umschlagen, halt tatsächlich einen bedrohenden Faktor annehmen werden. Aber quantifizieren, wir können Wahlergebnisse uns anschauen. Aber ansonsten lässt sich das ökonomisch nicht quantifizieren. Ja, du hast jetzt angesprochen hier diese Zufriedenheit und eben auch die Wahlergebnisse.
die tatsächlich eben eine Auswirkung, also die beeinflusst werden durch Diskussionen online etc. Da ist es dann natürlich umso wichtiger, wer sich an diesen Diskussionen auch beteiligt. Und da würde ich gerne den Kreis schließen, den der Simon vorhin begonnen hat. Er meinte ja, gerade MigrantInnen, die vielleicht in der Gruppe sogar Teilnehmende sind, haben sich nicht unbedingt beteiligt an den Diskussionen. Wie ist denn das unter den Jugendlichen? Wer sind denn da diejenigen, die sich beteiligen? Müssten wir vielleicht mehr von ihnen abholen und auch in die Diskussion einbeziehen? Oder ist der Standpunkt eher, ja, haltet euch ruhig raus, bewegt euch weg, distanziert euch von diesen Themen, wenn euch das besser tut? Na, also wir haben schon gesehen, dass Kinder und Jugendliche da jetzt nicht die aktivsten Parts irgendwie bei so einer schriftlichen Diskussion gerade sind. Du hast ja auch schon angesprochen, auf Facebook ist einfach nicht das Medium von jungen Menschen unter 18, sage ich jetzt mal so. Und selbst in Medien oder in Angeboten, wo sie sich eben mehr aufhalten oder mehr mit zu tun haben, Instagram, TikTok und so weiter, sehen sie schon auch politische Inhalte, ja. Das schon, aber auch da ist es nicht so, dass sie sich da, dass die Kommentare schreiben würden oder gar irgendwie liken oder weiterleiten würden oder so. Also wir haben schon irgendwie schon eine Zurückhaltung da irgendwie beobachtet. Und ich könnte jetzt aber nicht sagen, und ich fände es auch irgendwie nicht gut zu sagen, man müsste da irgendwie Kinder und Jugendliche von fernhalten, irgendwie von generell von sozialen Medien und von Politik oder politischen oder Inhalten in sozialen Medien. Viele Inhalte sind dann auch politisch, auch wenn sie erstmal auf den ersten Blick auch für die Jugendlichen nicht als solche irgendwie als Politik irgendwie oder politisches Thema erkannt werden. Aber da geht es dann um das Tragen von Kopftüchern oder um, ja, ich weiß nicht, ganz, ne? Also Politik ist auch, wird in sozialen Medien dann oftmals auch irgendwie niedrigschwelliger oder irgendwie ja, nicht so super offensichtlich irgendwie verhandelt, aber dennoch sind es ja auch politische Themen und Fragen von Identität, sexueller Orientierung und so weiter, die ja auch genau irgendwie oftmals von extremen Gruppen aufgegriffen werden und wo dann irgendwie extremistische Gruppen eben einfache Antworten geben, so. Deswegen halte ich es für super wichtig, eben auch Kindern und Jugendlichen nicht zu sagen, so geht da weg oder bleibt da nicht oder seid da nicht. Ich glaube, das gehört einfach zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, in denen sie sich aufhalten und in denen sie sind und auch in denen ja auch ein großer Teil der Erwachsenenwelt irgendwie ja auch stattfindet, so. Mit der sie dann eben auch umgehen müssen, so. Genau, umso wichtiger ist es, ja, sie da gut zu begleiten irgendwie, ja, als Erwachsene oder als Eltern oder als Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Pädagoginnen, damit ihnen im Gespräch zu bleiben, was sie da sehen, wie es ihnen damit geht. Genau, das halte ich für super, super wichtig. Und du hattest noch gefragt, wer oder ob ich irgendwie Jugendliche oder Gruppen von Kindern und Jugendlichen irgendwie nennen könnte, die sich eher an so einer Diskussion beteiligen. Kann ich gar nicht so pauschal irgendwie sagen, ehrlich gesagt, kann ich dir nicht so wirklich eine Antwort darauf geben. Was wir schon beobachtet haben, ist, dass irgendwie, das ist schon, ja, Kinder und Jugendliche gibt, die beispielsweise eigene Migrationsgeschichte in der Familie haben oder auch befreundet sind mit Geflüchteten oder so, die dann einfach irgendwie näher zu dem Thema sind und irgendwie mehr Lebensweltbezug, sagen wir da irgendwie, ne? Also irgendwie, ja, gleich irgendwie eine Emotion dazu aufbauen können oder gleich irgendwie sich was vorstellen können. Die beschäftigt es dann schon irgendwie mehr so, ja, und die erzählen da schon sehr viel mehr drüber. Es ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie sagen, ja, habe ich schon mal gesehen, aber interessiert mich nicht, sondern die kommen dann ins Reden und da merkt man, die beschäftigt es schon arg so. Und da können wir dann schon vermuten, dass es natürlich auch irgendwie Thema im Freundeskreis ist. Aber es gibt natürlich auch die Kinder und Jugendlichen, die auch ablehnend irgendwie, ne, sind und ablehnend gegen Migranten, Migrantinnen sind und die natürlich sich auch aufregen so. Und da können wir auch vermuten, dass die sich natürlich auch im Freundeskreis irgendwie
unterhalten, aber genau da, wie es dann da genauer ausschaut, das kann ich dir nicht so genau sagen, aber also meine Vermutung wäre, dass tatsächlich die eben da einen lebensweltlichen Bezug zu dem Thema wirklich auch haben, dann auch ja, im Freundeskreis und so dazu sprechen und diskutieren so. Und diese starke Trennung, die wir oftmals auch so machen zwischen digitaler Welt und analoger Welt, das ist oftmals für Kinder und Jugendliche gar nicht so trennscharf. Und ich würde es auch von mir behaupten, dass es auch in meiner Lebenswelt gar nicht so ist, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt in WhatsApp und da bin ich irgendwie in einer Online-Welt oder so, sondern ich schreibe irgendwie mit Menschen oder ich bin auf Instagram und das hat dann was mit mir zu tun auch und es hat ja immer Bezüge auch, ne? Und diese starke Trennung könnte ich gar nicht so geben, könnte ich gar nicht so machen. Insofern, klar, sprechen die auch in ihrem Freundeskreis dann darüber oder in der Offline-Welt sozusagen. Und klar ist das da dann irgendwie auch ein Thema so. Ja, aber ich würde nicht so ein abschreckendes Bild auch von sozialen Medien zeichnen wollen, so dass es irgendwie eine gefährliche Welt ist, sondern es kann irgendwie herausfordernd sein, aber es kann natürlich auch irgendwie Kinder und Jugendliche auch stärken in ihrer Identitätsentwicklung und gerade auch Migranten, Migrantinnen irgendwie eine Plattform geben und auch Jugendlichen da irgendwie eine Plattform und eine Möglichkeit geben, sich auszudrücken, in Kontakt mit anderen zu kommen. Und es ist ganz wichtig, dann auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, eine Haltung zu entwickeln. Und ich glaube, da ist der Gesellschaft dann irgendwie geholfen, ja? Wenn sich eben Leute irgendwie gut entwickeln können und gut aufwachsen können, dann eben auch in solchen Situationen dann irgendwie gut zu handeln oder irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. So, genau. Ich finde es sehr schön, dass du auch gerade die positiven Seiten der sozialen Medien angesprochen hast. Jetzt liegt es nun mal im Kern unserer Diskussion hier, die Probleme der aktuellen Diskussionskultur, insbesondere im Hinblick auf Migrationsthemen, zu beleuchten. Aber wunderbar, dass wir auch was Positives noch reingebracht haben. Ich glaube, das ist eine Auffassung, die wir alle teilen, dass wir soziale Medien hier nicht verteufeln wollen, sondern einfach im Moment einen besonderen Fokus hier in der Diskussion haben. Jetzt möchte ich ganz kurz noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den du in deinem Eingangsstatement genannt hattest, nämlich, dass sich Jugendliche teilweise auch bewusst abwenden von Migrationsthemen und dass da irgendwo vielleicht das Mitgefühl verloren geht oder dass das eben ein Thema ist, zu dem man emotional auch einen Zugang haben sollte. Könntest du da vielleicht nochmal kurz ausführen, welches Phänomen uns da vielleicht auch in den nächsten Jahren noch zunehmend erwartet? Na, es gibt dieses Phänomen, es wird Compassion Fatigue genannt oder auch Mitgefühlsmüdigkeit, das immer wieder auch so diskutiert wird und eben gerade in dem Zusammenhang, wenn man beobachtet, dass Kinder und Jugendliche sich oder dass Menschen ja, generell sich irgendwie von Themen abwenden und dahinter steckt so eine These eben, dass, ich vereinfache es jetzt auch sehr, dass irgendwie Medieninhalte da so überwältigen und irgendwie plötzlich irgendwie sozusagen man da irgendwie so emotional oder mit so viel irgendwie Gewalt oder Leid oder Ähnlichem konfrontiert ist, dass man damit irgendwie nicht mehr umgehen kann und sich dann eben zurücknimmt so und sich vom Thema abwendet. Und dem würden wir nicht ganz folgen oder der Argumentation würden wir nicht ganz folgen und konnten schon irgendwie beobachten, dass das nicht so ist, dass dass Menschen irgendwie kein Mitgefühl mehr haben plötzlich oder dass das durch Medien oder auch durch solche Bilder dann plötzlich irgendwie kein Mitgefühl mehr da ist und dass sie sich deswegen abwenden, sondern dass es eher schon so ist, dass sie da irgendwie Gefühle auf jeden Fall dazu haben so und oftmals sind es Gefühle, die irgendwie unangenehm sind so oder auch unangenehm auszuhalten oder auch unangenehm anzusprechen sind und dass sie dann deshalb eher sagen so, okay, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, so ich habe da irgendwie Angst oder ich verspüre da irgendwie oder Neid oder Ähnliches so und dann wende ich mich lieber ganz davon ab so und so auch eben daher kommt eben auch der Ansatz zu sagen, ja, dann lass uns doch mal in Ruhe sozusagen erstmal drauf schauen, irgendwie
was sind da doch dann irgendwie für Gefühle dahinter und für Emotionen dahinter? Und da dann irgendwie langsam zu schauen, okay, du hast irgendwie Angst oder ähnliches, dann lass uns darüber sprechen. So. Mhm. Genau. Ja, das ist ja dann ein sehr komplexes Thema, auch eben mit der Mitgefühlsmüdigkeit, was angesprochen, verdeckte Emotionen, die man vielleicht mal aufarbeiten sollte. Da drängt sich natürlich jetzt die Frage auf, wie wird es weitergehen? Klaus, könntest du uns einen kurzen Blick in die Kristallkugel liefern? Er sieht sehr begeistert aus. Wird es noch heftiger werden, noch hetziger in den Diskussionen oder erwarten wir vielleicht eher eine Gegenbewegung hin zur schönen, bunten Welt auf TikTok, wo ich mir nur noch Süßigkeiten anschaue und alles andere gut sein lasse? Zwei Nachfragen, das kann Klaus oder Kai Valentin. Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ganz schwierig zu sagen, würde ich jetzt auch, also es gibt ja sogar wissenschaftliche Methoden, Delphi-Methoden, wiederholte Befragungen, in denen man so etwas machen kann. Ich habe in einem solchen Projekt mitgearbeitet, der Projektbericht ist 1994 erschienen. Wir haben uns mit der Zukunft des Journalismus beschäftigt. In diesem Projektbericht 1994 kommt kein einziges Mal das Wort Internet vor. Das heißt, das war damals einfach noch gar nicht auf dem Schirm. Ich sehe es jetzt halt auch nicht allzu schwierig an, insofern mit den Prognosen ist schwierig. Worauf ich nochmal zurückkommen möchte stattdessen, wenn es erlaubt ist. Medien sind ein alltäglicher Teil unseres Lebens. 7 Stunden am Tag beträgt die gesamte Mediennutzung im Schnitt. Also wir wären schlecht beraten, wenn wir sie verteufeln. Ganz und gar nicht. Ich erfahre ja vieles über die Welt und auch über meine Nahwelt aus den Medien. Dafür brauche ich sie überhaupt. Ich werde unterhalten von Ihnen und so weiter. Darum geht es nicht. Es geht halt nur darum, wie gehen wir mit diesen Medien mündig und aufgeklärt um? Und das ist das Problem. Und da würde ich nochmal anschließen und sagen, was heute, wir diskutieren häufig über herausragende Fälle. Auch wir neigen dazu, über negative Fälle zu sprechen. Aber der Einfluss der Medien ist ja viel gewöhnlicher. Ich komme aus ziemlich weit aus dem Norden, aus dem Münsterland, bin hier in Bayern jetzt und ich komme tatsächlich vom Land, vom Bauernhof, Handwerker. Und jedes Jahr im Herbst werde ich gefragt, und habt ihr schon Schnee in Bayern? Das liegt schlicht daran, dass dieses Bild, dieses mediale Bild von Bayern in diesem Teil Norddeutschlands, ich kann es nicht für den ganzen Norden sagen, einfach so ist, Schnee und Berge, was ja in Eichstätt ist. So nicht zutrifft. Also die Dünen, die ich kenne, sind ja nicht unbedingt kleiner als die Hügel in Eichstätt. Und das genau ist aber das Problem, dass das mediale Bild, was da verbreitet wird, und das, was ständig passiert und was auch in den sozialen Medien passiert, Migrantinnen tauchen kaum auf. Nicht auf Bildern, nicht in Filmen, nicht in Texten. Wir haben eine klare Männerdominanz auch. Influencerinnen tauchen dann auf, wenn es um Mode, Kosmetik geht. Oder um Ernährung vielleicht noch. Das heißt, in den Medien und mit den Medien werden ganz tief sitzende Bilder transportiert, die wir automatisch übernehmen. Da bin ich auch nicht gegen gefeit. Ich falle auch auf manches dort hin, wo ich sage, ups, da hättest du vielleicht noch so kritischer sein sollen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und wenn sich das nicht ändert, entweder dass das Publikum merkt, okay, wir müssen mal ein bisschen kritischer sein, oder dass die Produzierenden, also die in den Medien, in den traditionellen und die in den Social Media nicht anfangen zu sagen, wir sollten mal unsere Bilder überprüfen, dann wird es schwierig. Und nur als ein kleines Beispiel dazu, bei etlichen privaten Fernsehstationen, Rundfunkstationen gilt bei der Straßenumfrage keine Menschen, die nicht weiß sind. Das sind redaktionelle Anweisungen und das ist genau das Problem, was wir haben, das wird durchgezogen. Und deshalb nehmen wir die Welt so wahr, wie sie Medien uns sie präsentieren. Und in dieser Welt kommen ganz viele andere Ethnien, andere Religionen nicht vor, oder in einer Art vor, Beispiel Islam, die bedrohlich ist. Und das ist das Problem. Und darum müssen wir intensiv diskutieren, bei allem, was die Medien uns ansonsten an schönen Punkten präsentieren. Dann hatten wir jetzt quasi das ganze Spektrum von unproduktiven Diskussionen bis hin zu, wir sollten mehr diskutieren über das, was uns in den Medien begegnet. Bevor wir jetzt zum Q&A kommen, würde ich kurz noch um einen kleinen Tipp vielleicht bitten für unsere mündigen ZuschauerInnen zu Hause, die sagen, okay, ich möchte was tun, damit sich die Diskussionskultur verbessert. Ich möchte dazu beitragen, dass sich die Medienlandschaft vielleicht verbessert. Ich möchte meinen kleinen Beitrag leisten. Vielleicht von jedem so ein ganz kurzes Statement. Was könnte ich denn konkret tun zu Hause, um einen positiven Beitrag einfach zu leisten? Simon, wollen wir bei dir anfangen vielleicht? Naja, also
angesichts der Tatsache, dass es sehr problematische, ressentimentbeladene, rassistische Denkweisen gibt, kann man nicht allen das Gleiche empfehlen. Ja. Also manche konsumieren einfach das Falsche. Aber grundsätzlich würde ich natürlich, so wie ich das vorhin schon angedeutet habe, empfehlen, eine Quellenkritik zu üben. Das heißt, wenn ich bei Facebook, wenn ich bei Twitter, wenn ich bei Instagram irgendwas reingespielt bekomme, eine Information, nicht einfach teilen und weiter posten, sondern es lohnt sich wirklich immer mal wieder zu schauen, woher kommt eigentlich diese Information, wer ist der Urheber davon? Und ja, ich denke, das hilft weiter. Dankeschön dafür. Klaus? Denn, also mir spricht da der Humanist und Ethiker, Sie dann gegenüber, egal in welcher Konstellation, zunächst als Mensch und dann als alles andere. Dann wird vieles einfacher werden. Dankeschön. Also die zwei Perspektiven vielleicht sogar zusammen tun, was mir jetzt während der Corona-Zeit oder was uns allen wahrscheinlich auch passiert ist, dass wir einfach auch mal irgendwie Fake News in WhatsApp, per WhatsApp bekommen haben oder so und da irgendwie nicht sofort irgendwie das, die Keule rauszuholen und zu sagen, was schickst du mir hier für Fake oder warum bist du so doof, dem anderen gegenüber dann das zu sagen, sondern irgendwie der Quelle dann irgendwie menschlich zu begegnen sozusagen und mal zu fragen, so hey, warum hast du das geschickt oder was beschäftigt dich da dabei, dass du mir jetzt irgendwie schickst, dass XY so und so ist oder so hast, ne? Oftmals steckt irgendwie da auch eine Sorge oder eine, ja, irgendwie sowas dahinter, um sozusagen da mehr in Dialog zu kommen mit dem Gegenüber, so was beschäftigt dich, dass du mir sowas weiterschickst, so impulsiv oder genau, um darüber ins Gespräch zu kommen. So. Wunderbar, da haben wir jetzt das ganze Spektrum abgedeckt und haben hoffentlich noch was Praktisches mitgeben können zu unseren ZuschauerInnen hin. So, jetzt haben wir sehr, sehr viele Fragen im Q&A, also danke schon mal für diese rege Teilnahme im Chat. Davon lebt ja auch diese Veranstaltung. Wir haben dementsprechend auch noch ordentlich Zeit, um das jetzt zu besprechen. Und es beginnt mit einer Frage an den Klaus, und zwar braucht es mehr Moderation in den sozialen Netzwerken? Ist das die Lösung? Brauchen wir einen Aufpasser oder eine Aufpasserin als Wächterin über die ethischen Standards der Gesellschaft? Ist es das, was uns weiterbringt? Nein, das bringt uns nicht weiter, weil wir da relativ schnell in die Diskussion über Zensur kommen. Wer entscheidet dann tatsächlich darüber, was das ist? Und wir sollten diesen großen Vorteil, den uns die sozialen Netzwerke bieten, dass wir damit einander kommunizieren können, über große Entfernungen hinweg, in Echtzeit und so weiter. Wir sollten uns dadurch verschenken, dass wir dort Wächter oder so einführen. Über Moderationen kann man nachdenken. Das ist ja das, was der Journalismus auch macht im Großen und Ganzen schon. Aber wer setzt die Moderatoren dann ein? Wenn sich Meinungsführerinnen dazu aufgerufen fühlen, gerne, aber verordneterweise nicht. Würde ich direkt damit verknüpfen, Klarnamen, auch immer eine beliebte Lösung. Du hast uns da so konkret eine Meinung geäußert, können wir die hier auch abfragen bitte einmal? Ja, eindeutig Klarnamen. Also im Journalismus gibt es ja die Unart, dass Interviews immer noch mal zum Autorisieren vorgelegt werden und ich lehne es ab, weil ich sage, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe und ich stehe mit meinem Namen dafür und das wäre natürlich ein großer Fortschritt, wenn das möglich wäre und tatsächlich gemacht würde, dass die Leute sich nicht hinter entsprechend anonym müssen, verstecken. Das wäre schon sehr schön. Es wäre übrigens auch sehr schön, wenn alle, die strategische Interessen haben, einfach erstmal sagen, ich habe folgendes Interesse und dann argumentieren. Aber man wird ja noch träumen dürfen, ja. Genau, als kurze Ergänzung, die allermeisten in der Facebook-Diskussion, die ich untersuche, waren mit Klarnamen vertreten. Das heißt, Klarnamen sind auch keine Garantie dafür, dass Beleidigungen ausbleiben. Also das nicht. Aber zumindest, ja, weiß nicht, vielleicht hilft es. Okay, da kommt natürlich dann auch gerne das Gegenargument, was ist mit Leuten, die politische Verfolgung fürchten und dann mit Klarnamen ihren Protest nicht mehr deutlich machen könnten. Haben wir darauf noch Reaktionen, Klaus oder Simon? Weiß ich nicht. Ich finde es schon ein legitimes Argument. So. Also ich weiß nicht, ob ich mich selbst in jede Debatte irgendwie im Netz einschalten würde mit meinem klaren Namen. So. Mhm. Es ist für mich einfach eine andere Umgebung, als wenn ich hier sitze und mit euch oder
der anderen spreche. So. Gut, da habe ich eine dezidierte andere Ansicht, dass ich bin absolut dafür, Kanban zu machen, dass es geschützte Bereiche geben muss. Darüber muss dann entsprechend auch gesprochen werden. Ich habe nur jetzt, als ich gezögert habe, darüber nachgedacht, wo kommt das vor oder wo wäre das sinnvoll, dass ich als politisch Verfolgter mich in einer Rassismusdiskussion bei Facebook einschalte. Also weiß ich nicht, aber da muss ich im Moment auch bestehen, das habe ich noch nicht gedacht. Ja, also wenn wir vielleicht mal noch einen Blick international weiten, dann ist das schon vielleicht nochmal relevanter. Zum Beispiel gibt es ja inzwischen immer mehr so Trollfabriken, ja? Also konzertierte Aktionen von Menschen, die Meinung manipulieren wollen, indem sie massenweise als Einzelne auftreten in den sozialen Medien und dort eine bestimmte Meinung propagieren oder teilweise auch automatisiert mit Bots. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie in ferner Zukunft sei, sondern es passiert tatsächlich. Dieser gestörte, faschistoide Machthaber auf den Philippinen, der Duterte, ist beispielsweise über Meinungsmanipulation in sozialen Medien an die Macht gekommen. In Russland hat man Einfluss genommen auf den US-amerikanischen Wahlkampf und wird das vermutlich auch in anderen Ländern weiter tun, Einfluss zu nehmen. Und hier haben wir gerade den weißrussischen Dissidenten, der jetzt festgenommen wurde, also wo Blogger praktisch auch, wenn sie mit Klarnamen gegen das Regime sich äußern, natürlich verstärkt bedroht werden können. Und deshalb ist das schon eine nicht unerhebliche Frage, inwieweit hier eine Klarnamenpflicht bestehen sollte oder nicht. Deshalb würde ich mich hier auch nicht klar äußern eigentlich oder das nicht klar befürworten können. Klar, es ist ein komplexes Thema. Wir müssen das ja auch nicht abschließend klären hier heute. Wir haben schon erörtert eben, dass es für und wider gibt hier auf verschiedenen Ebenen. Um nochmal in die Praxis zurückzukommen, Maximilian, eine Frage für dich. Wenn Jugendliche mit dem Thema Migration hauptsächlich über die Medien konfrontiert werden, wie sieht es dann aus mit der Corona-Pandemie? Hat die da irgendwas verändert? Konntet ihr irgendwas feststellen, dass jetzt die Medienkompetenz gewachsen ist, weil wir ja ständig über Zoom kommunizieren, nur noch im Internet unterwegs sind, wie ja auch gerade, Gruß geht nochmal raus an unsere ZuschauerInnen daheim. Also hat sich da irgendwas bemerkbar gemacht an Veränderungen in der Meinungsbildung etc.? Naja, also wir haben keine, also so schnell haben wir, oder ja, so schnell haben wir keine aufwendige oder auch irgendwie tiefgehende Medienkompetenzstudie an den Start gebracht. So, aber ich glaube schon, dass, oder was schon zu beobachten ist, so dass einfach die Medien, also die Nutzungszeit und die Dauer bei uns allen ja auch so, ne, einfach wahnsinnig gestiegen ist und dass wir immer wieder mit neuen Herausforderungen irgendwie in Kontakt gekommen sind und Kinder und Jugendliche insbesondere mit Homeschooling und ja, mussten sie da irgendwie mit Sachen umgehen, Dinge neu lernen und ich glaube, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass zumindest Medienkompetenz und Medienkompetenzförderung jetzt wirklich auch irgendwie ein großes Thema geworden ist und irgendwie sichtbar geworden ist, auch wie wichtig das ist und dass da noch oft irgendwie hakt so. Aber es ist sicher, ja, doch zu beobachten, dass einfach digitale Medien und Medien da immer mehr auch eine große Rolle spielen. So. Aber inwiefern sich jetzt die Meinungsbildungsprozesse durch Corona verändert haben oder auch, ob die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen gestiegen ist dadurch, das kann ich nicht sagen, aber es hat einfach spielt einfach eine größere Rolle neben so im Alltag. Das ist definitiv. Sehr interessant. Ja, dann kommt jetzt hier noch eine Frage, auch sehr, sehr spannend, die quasi unsere Diskussion auch ein wenig kritisch sieht und in Frage stellt. Ist Medienkompetenz eine Frage der Bildung und auch der Sprachkompetenz? Also machen wir hier eine Elfenbein-Diskussion und andere sind davon ausgeschlossen, auch von vielen Diskussionen auf den sozialen Medien, weil sie sich nicht äußern können, weil vielleicht der Bildungshintergrund fehlt. Also ist das auch, ist das so eine Klassenfrage? Ist das so ein Elite-Gedanke, der da noch mitspielt in der Diskussionskultur heutzutage? Das wäre zum Beispiel wieder eine Frage an euch beide. Also
Prinzipiell können sich alle in den sozialen Medien äußern. Es ist natürlich, wenn wir jetzt beim Thema Migration sind und sagen, das ist ein komplexes Thema und da sind große Wissensbestände notwendig, um sich da eine kompetente Meinung bilden zu können, dann glaube ich, ist es gerade wichtig, Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Meinungsbildung und diese Wissenskomponenten als Bausteine, um sich eine Meinung zu bilden, eben gerade nicht darauf beruhen, dass sie in einer komplizierten Sprache beispielsweise artikuliert werden. Aber das ist vielleicht eine Frage, die sich dann gerade tatsächlich an die Wissenschaft auch richtet, nämlich inwieweit gelingt es Wissenschaft, komplexe Themen dann auch in der Öffentlichkeit in verständlicher Weise in die Öffentlichkeit zu transferieren und Fachsprache zu vermeiden. Und ich glaube, das ist immer noch ein großes Problem, dass Wissenschaft häufig zu kompliziert ist und häufig auch gar kein Interesse daran hat, in einfache Sprache zu schreiben, weil das innerhalb des Wissenschaftssystems sozusagen die Vorstellung gibt, dass je komplizierter der Text, desto mehr Reputation bekommt sich daraus. Ja? Und das ist natürlich höchst kontraproduktiv, weil sich dann eben tatsächlich nur eine kleine Elite darüber fundiert unterhalten kann. Also das ist ein sehr wichtiges Thema, deshalb, was da angesprochen wird in dieser Frage, wie wir es schaffen können, fundierte Sachverhalte einfach zu vermitteln. Dann die Frage nochmal an dich, Klaus. Was müssen wir denn als Wissenschaftler anders machen? Was kann denn hier noch anders laufen, besser laufen vielleicht? Es gibt ja auch oft so das Thema der Wissenschaftsfeindlichkeit tatsächlich, wo man Menschen gar nicht überzeugen könnte. Wir haben es angesprochen, viel überzeugt wird ja nicht in den Diskussionen mit wissenschaftlichen Quellen etc. Das Problem ist so ein bisschen das, was der Herr Löw auch hat. Zurzeit während der Europameisterschaft haben wir, weiß ich nicht, mindestens 40 Millionen Bundestrainer. Das ist die Erfahrung, die ich mache. Ich würde mir zusprechen, dass ich ein bisschen darüber weiß, wie Medien funktionieren, wie sie strukturiert sind und so weiter. Da komme ich zu Hause nicht mit durch und bei Diskussionen über Medien schweige ich zumeist, weil jeder von uns sieht, hört und liest. Also ist jeder ein Experte oder eine Expertin von vornherein schon. Und dann ist es schwierig, dort Expertenwissen einzubringen, weil anders als dort, wo Experten, Ärzte, aber auch Mathematiklehrer, Religionslehrer, diesen Stempel haben, das sind Experten und die kann ich fragen zumindest auch. Die kläre ich nicht als der normale Bürger auf, sondern die kann ich fragen, weil die haben ein anderes Wissen als ich. Das ist aber bei Medien nicht, weil wir alle damit umgehen und deshalb sind wir alle Experten. Deshalb ist es schwierig und sehr beidseitig mit diesem Problem. Und das könnte man, glaube ich, lösen, wenn man tatsächlich medienkompetente Leute in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen hat, die das dann tatsächlich machen, weil wir Wissenschaftlerinnen tatsächlich dieses Problem haben. Die Reputation in unserem eigenen Bereich kriegen wir dadurch, dass wir elaboriert uns unterhalten. Damit natürlich auch die Gefahr haben, einen Elitendiskurs zu führen. Das ist richtig. Wir sind selber mitbeteiligt, mit daran schuld, wenn dieser Eindruck entsteht. Aber es gibt auch so eine gewisse Aversion dagegen. Und wir können im Vergleich zu harten Wissenschaften jetzt auch nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir können nur sagen, wenn wir so weitermachen, könnte es sein, dass wir da ganz schlechte Erlebnisse haben. Wenn wir das machen, könnte es gut sein. Und schlecht und gut sind so Kriterien, wo jeder sagt, was soll ich da jetzt mit anfangen? Ich habe ein paar Zitate mitgebracht und jetzt bietet sich die Gelegenheit an, doch mal eins vorzulesen, weil es sehr gut passt. Es gab eine Teilnehmerin, die geschrieben hat, persönlich verbinde ich mit dem Thema immer auch eine Angst oder Unwissenheit. Ich kenne mich hierbei jedoch zu wenig aus, als dass ich eine gefestigtere Meinung dazu haben könnte. Dieses Zitat ist in dem gesamten empirischen Datenerhebungsprozess einzigartig. Das ist das einzige Mal, dass eine Person sagt, sie weiß etwas nicht zu diesem Thema. Und das ist eigentlich fatal, glaube ich, weil genau das wäre die Möglichkeit, konstruktiv in einen Austausch zu gehen und Wissen zu vermitteln und dann in Meinungsbildungsprozesse zu kommen. Aber stattdessen sind alle fest davon überzeugt, dass sie wissen, worum es geht, dass ihre Meinung gefestigt ist. Und deshalb gibt es auch keine Meinungsveränderungen in dem Ganzen, zumindest in meiner Studie.
Ich würde gerne kurz noch darauf eingehen, ob Medienkompetenz stark an Sprachkompetenz gebunden ist. Ich würde sagen, nein, nicht unbedingt. Also wir erklären es manchmal irgendwie so und auch natürlich ne, für Kinder und Jugendliche ist es irgendwie immer Hand, irgendwie Herz oder Bauch so und Kopf. Ja. Und ist, Medienkompetenz hat ja all diese Facetten, also instrumentell mit einem Medium oder mit einem Gerät umzugehen, aber eben auch kompetent, selbstbestimmt und souverän irgendwie mit seinen Gefühlen und kritisch, reflexiv mit Inhalten umzugehen. Und da kommt dann der Kopf ins Spiel sozusagen irgendwie, wo dann vielleicht die Sprachkompetenz irgendwie natürlich eine Rolle spielt, ja, Inhalte zu produzieren, zu schreiben, auch zu verstehen, ja, okay. Aber das ist nur ein kleiner Teil und da können wir vielleicht auch noch irgendwie viel eben von Leuten mit weniger Sprachkompetenz oder ne, irgendwie lernen und da schauen wir halt einfach auch leider oft genug nicht genug hin, so, ja, was können die, wie verarbeiten die Medien, wie gehen die mit Diskursen um, die sind halt oftmals leider auch nicht im Fokus von Forschung und insofern, ja, hängt, genau, es ist nichts gleichzusetzen und Medienkompetenz kann jeder, so, das kann jeder erlernen und es hat nicht unbedingt was mit den Sprachfähigkeiten nur zu tun, auf keinen Fall. Es ist ja auch so die Frage, welche Medienkompetenz meinen wir? Also es gibt den Spruch, Weihnachten ist die Zeit, wo die Kinder nach Hause kommen, um den Eltern das Internet zu erklären. Weil Ältere schon die technische Medienkompetenz nicht in dem Maße haben. Dafür aber vielleicht an einer anderen Stelle eher darüber gucken, was passiert denn mit meinen Daten in diesem Netz? Oder was passiert, wenn ich jetzt diese Post raushaue, wie reagieren andere möglicherweise darauf? Also das ist ja auch ein sehr, sehr unterschiedlicher, also diese Medienreflexionskompetenz. Und die ist halt, die ist nicht an Sprache gebunden, sondern die ist schlicht daran gebunden. Also ich weiß auch nicht, was ich alles sozusagen unterschrieben habe, als ich bei Facebook mich angemeldet habe. Keine Ahnung, aber das müsste eigentlich sein. Und das, deshalb hat das mit sehr vielen Faktoren zu tun und nicht mit Sprache und auch nicht mit Schichten, Klassen oder sonst was. Okay, also ein sehr facettenreiches Thema auch wieder. Ich finde es schön, dass wir doch so viele unterschiedliche Perspektiven immer zusammenbekommen pro Frage. Ich glaube, das bereichert auch sehr unsere Zuschauerinnen daheim. Jetzt haben wir noch Fragen, die sehr, denke ich mal, aus der Ecke kommen von Menschen, die in ihrem Umfeld konfrontiert sind mit anderen Menschen, die gerne mal zweifelhafte Nachrichten verbreiten, Fake News da posten etc. Wie kann man den Menschen dazu bringen, zu erkennen, dass Informationen falsch sind? Da sind wir wieder vielleicht beim verzweifelten Versuch, jemanden zu überzeugen, zumindest, dass etwas einfach eine nicht korrekte Information ist. Also gerade diese Desinformationsplattform-Geschichte, die wir vorhin hatten, das klingt, als bräuchte man wahnsinnig viel Hintergrundwissen und als würde man das eigentlich jemandem nicht vermitteln können, der da vielleicht inhärent sehr skeptisch ist und emotional eben an dieser Nachricht hängt. Wir hatten kognitive Dissonanz etc. Hast du da aus deiner pädagogischen Arbeit praktische Tipps? Nee, also mir wurde im Studium beigebracht, dass Pädagogik irgendwie auch viel mit Scheitern zu tun hat, so, ja, und dass man damit umgehen lernen muss, so als Pädagoge, als Pädagogin. Insofern, naja, also Menschen sind keine Maschine und Maschinen so, wo man dann Knöpfe drückt und dann irgendwie sagen würde, so, wenn sie das und das machen, dann überzeugen sie den anderen. So, ich glaube, das da muss ich passen. So, ich glaube, ja, wie ich vorher schon irgendwie erwähnt habe, so, ich glaube, es ist wichtig, irgendwie wirklich da irgendwie im Gespräch zu bleiben, so schon auch auf sich selbst zu achten. Manchmal kann es auch verletzend sein, so klar. Und dennoch irgendwie zu versuchen, den anderen zu verstehen, als Menschen irgendwie wahrzunehmen, warum schickt er mir das, was bedeutet das für ihn? Klar auch zu sein und zu sagen, ich sehe das anders oder das ist irgendwie falsch so. Ich habe das bei einem Faktenfinder irgendwie anders gesehen oder so. Klar auch seine Position äußern und genau im Gespräch bleiben, aber bei sich auch bleiben und schauen irgendwie, wie weit man irgendwie gehen kann und den anderen aber dennoch auch als Mensch und irgendwie als Interaktionspartner ernst nehmen und wahrnehmen. So,
Ist jetzt auch wieder nicht keine einfache Lösung oder so, aber ich glaube, die Tipp irgendwie zu überzeugen, andere Leute, ich glaube, da müsste eher Leute fragen, die irgendwie in der Werbeindustrie arbeiten oder so, oder Wahlkampfstrategien, Strateginnen vielleicht so. Ja. Wenn wir jetzt so beim Überzeugen sind, wie ist es denn mit sich selbst überzeugen, dieser Problematik? Hast du einen Tipp oder hat irgendjemand in der Runde einen Tipp für einen besonders guten Faktenchecker etc.? Noch was Praxisrelevantes, das ja auch immer gerne gefragt bei uns im Chat. So ein Faktenfuchs oder Faktenfinder vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich. Müsste ich selber irgendwie schnell googeln oder nachschauen, wie der genau heißt, aber ja, genau, der ist eigentlich. Beim Bayerischen Rundfunk finden wir das unter korrektiv.org. Das ist ein weißes Journalistenbüro, die machen auch Faktenchecks. Da kann man zumindest mal schauen, wie sowas läuft und wie man sowas machen kann. Dort sieht man auch, wie aufwendig es ist, bestimmte Fakten zu recherchieren und gegeneinander zu stellen. Hat aber Fair macht auch immer einen Faktencheck am nächsten Tag zu der Sendung halt. Es gibt schon einige Beispiele, aber da kann man Einzelbeispiele ablesen, man kann aber vor allem schauen, wie funktioniert sowas überhaupt und wie aufwendig ist. Ich glaube, die Schwierigkeit besteht schon darin, dass wir alle bei den allermeisten Themen kein fundiertes Wissen haben. Das heißt, wir bauen uns Heuristiken. Es gibt einen Unterschied zwischen, also im Englischen zwischen Knowledge und Belief, also zwischen fundiertem Wissen und zwischen geglaubtem Wissen. Und in aller Regel, wenn es um irgendwelche Themen geht, dann haben wir geglaubtes Wissen, dass wir über Werte und Einstellungen, die wir in unserer Sozialisation erfahren haben, dann anwenden. Und es gibt alles zusammen ein sinnhaftes Ganzes. Und jemanden von was anderem zu überzeugen, das ist, wenn es um Werte oder wenn es um politische Einstellungen geht, extrem schwierig, weil es vor allem auch je älter Menschen sind, je häufiger sie diese Heuristiken immer wieder bestätigt haben und diesen Zusammenhang, den sie sich da gebastelt haben. Deshalb, ja, überzeugen. Werbeindustrie, die kann einen vielleicht überzeugen, dass dieses eine Smartphone besser ist als das andere, aber die überzeugt mich, glaube ich, nicht davon, keine Ahnung, plötzlich andere Werte einzunehmen. Also so eine Art von Überzeugung ist schwierig. Der Unterschied wird gemacht, Werbung ist Überredung. Weil ich ganz schnell will, dass du dein Handeln änderst und dieses Produkt kaufst. Überzeugung ist eher etwas, was in der langfristigen Kommunikation angelegt wird, also Öffentlichkeitsarbeit, PR, arbeitet eher mit Überzeugung, weil sie wissen, okay, eine Marke aufzubauen, Reputation aufzubauen, ist etwas, was einfach länger dauert, wo die Kommunikation braucht. Und das ist im Zwischenmenschlichen genauso. Es braucht einfach dann Zeit, gute Argumente und Haltung auch bei der eigenen Stellungnahme und auch eine Festlegung zu sagen, okay, jetzt ist Schluss. Ich muss nicht bei jedem mitgehen und ich muss nicht in jedem auch noch irgendwie das Menschliche dahinter sehen, sondern irgendwann ist auch Schluss. Also ich sage auch, wenn ich gefragt würde, was ich bisher gefragt worden bin, gehst du zu einer Diskussion bei der AfD oder mit AfD-Mitgliedern, würde ich sagen, ja, natürlich. Ich kann mich ja nicht immer nur an meinem Kokon bewegen. Aber es gibt eben Grenzen, wo ich sage, ab da diskutiere ich nicht mehr. Und die kann ich selber festlegen, das ist meine Freiheit und es gehört auch dazu, dass ich es nicht klein machen muss. Also Eigeninitiative gefragt. Können wir noch ganz kurz, weil hier noch eine Politikfrage kommt, eine ganz kurze Abfrage machen. Schärfere Gesetze gegen Hetze, Diffamierungen etc. online spezifisch? Ja, nein? Ganz klar nein, weil sie immer im Verdacht der Zensur stehen und weil sie einfach auch nicht durchzusetzen sind. Das wird das Problem werden. Und es kann dann ganz schnell auf die Gesetze gemacht haben, angewendet werden, weil man auch die bei falschen Informationen erwischen würde. Okay. Sonst noch Perspektive? Ich bin, also das Plädoyer dabei ist, aber dann, Entschuldigung, es gibt eine Verantwortung für diejenigen, die diese Plattform betreiben. Es gibt eine Verantwortung für die Medien, für die sozialen Netzwerke und es gibt eine Verantwortung für die Nutzerinnen. Die bitte verdammt nochmal müssen alle auch mal endlich ernst nehmen.
dann brauchen wir auch diese Gesetze nicht. Das ist leider aber das Problem in unserer Gesellschaft. Wir haben jetzt gerade ein Lieferkettengesetz bekommen, weil die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Und dann sage ich mal, Leute, wo sind wir eigentlich? Dass wir gar nicht darüber diskutieren, warum brauchen wir ein solches Gesetz, wenn es um Menschenrechte geht. Und da sollten wir stärker hinkommen, das tatsächlich auch zu diskutieren und offen zu reden. Das wäre zum Beispiel etwas für die Medienberichterstattung. Ja, also gerade in der Kinder- und Jugendhilfe oder in dem Kinder- und Jugendbereich ist es ja so, dass Gesetze nicht nur irgendwie Strafmöglichkeiten oder so einen Strafrahmen schaffen, sondern oftmals auch Fördermöglichkeiten und Fördermaßnahmen irgendwie schaffen können. Und ich glaube, es wäre wäre schön, sicherlich irgendwie Beratungsstellen oder Anlaufstellen für eben Opfer von Hate Speech und Ähnliches zu fördern und dass der Leute irgendwie ernst genommen werden mit ihren Sorgen und Nöten und Angstzuständen oder so, die sie da dann erleiden müssen aufgrund von so Hate Speech. Und da könnte ein Gesetz vielleicht mehr Förderboden oder mehr Grundlage auch für solche Stellen irgendwie bieten eventuell. Aber es muss nicht irgendwie mit Strafe und Zensur sein, sondern irgendwie einen Unterstützungsrahmen zu schaffen für die Opfer so. Sehr interessant. Jetzt Simon, noch ganz zum Abschluss. Du hast dich sehr lange in den sozialen Netzwerken bewegt. Wir haben ja auch natürlich Kommentare im Chat. Ist das alles zu oberflächlich geworden? Ist das zu schnelllebig? Sollten wir es einfach komplett vergessen? Oder ist es einfach völlig in Ordnung? Vielleicht sind diese sozialen Medien einfach nur zum Meinungsaustausch da, ohne Fakten. Was soll's denn? Was würdest du abschließend resümieren aus deiner Studie? Und was würdest du dir vielleicht wünschen für die Zukunft der sozialen Netzwerke? Also in dem ersten Teil meiner Forschungsarbeit habe ich die Teilnehmenden interviewt, das hatte ich anfangs schon erwähnt, und da ist mir aufgefallen, hinter jedem einzelnen doofen oder intelligenten oder schlauen oder nicht so schlauen Kommentar, was auch immer, steht eine unglaublich komplexe Persönlichkeit, eine Identität, die sich aus ganz unterschiedlichen verschiedenen Elementen und Eigenschaften zusammensetzt. Da sind Lebenswege dahinter, da sind Erfahrungsschätze dahinter, die dann in so einem Kommentar resultieren. Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die in den sozialen Medien kommentieren, sich darüber bewusst sind, dass sie hier nicht irgendwelche Avatare vor sich haben, sondern echte Menschen mit echten Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten und das zu respektieren. Und vielleicht ist ein Ansatz, der helfen könnte, Diskussionen besser zu führen, dass man versucht, dass man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass man selbst falsch liegt. Ich glaube, das würde sehr viel weiterführen. Und im Zweifelsfall lohnt sich auch mal auszuschalten. Dankeschön dafür. Wir haben uns jetzt sehr, sehr viel mit Eigeninitiative beschäftigt, mit Verantwortlichkeit, mit pädagogischen Konzepten, die uns in die Zukunft führen können. Ich glaube, wir haben jetzt auf sehr vielen Ebenen dieses Thema Migration in digitalen Öffentlichkeiten diskutiert. Es ist jetzt Zeit, zum Abschluss zu kommen. Vielen Dank für unsere ganzen Zuschauerinnen für diese wunderbaren Fragen, die uns jetzt eine lebendige Diskussion noch zum Schluss beschert haben. Also ich denke, es ist eine sehr interessante Diskussion gewesen, mit Reibungspunkten definitiv, mit Fragen, die wir auch natürlich nicht abschließend klären konnten. Aber ich glaube, wir haben einen vielfältigen Einblick in dieses sehr komplexe Thema gewonnen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an meine drei wundervollen Gäste. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier zu diskutieren. Danke nochmal an die ZuschauerInnen. Und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen schon am 30. Juni mit einem komplett anderen Thema, wie es eben der Sinn dieser Diskussionsreihe ist. Es wird um Gaming gehen, um die schöne, bunte Welt, die sich da auftut. Und auch hier werden wir sehr interessante und zukunftsweisende und natürlich gesellschaftsrelevante Aspekte besprechen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie dabei waren bei der ersten Ausgabe von Transfer Talk hier in der Wissenschaftsgalerie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.